Kürbiszeit. Die Kürbisse sind reif. Ich möchte euch einmal zeigen, wie man Kürbisse ernten kann, sodass sie sich möglichst lange halten und unbeschädigt bis in den Winter oder ins Frühjahr hinein gelagert werden können. Das Wichtigste ist, dass der Kürbis reif ist. Dazu haben wir schon einmal Informationen gegeben. Das Zweite ist, man muss es sorgsam machen. Wenn man diese reifen Früchte hat, dann reißt man sie nicht einfach wild von den Stängeln ab, sondern nimmt ein Messer oder eine schöne scharfe Schere und schneidet den Stiel vorsichtig von den Ranken ab und hat dann diese schöne, saubere Frucht mit einem ordentlichen Stiel dran. Wenn ihr die Früchte dann abgeschnitten habt, ist es ganz wichtig, dass man sie vorsichtig nach Hause trägt oder ins Lager trägt. Man sollte sie erstens nicht so am Stiel anfassen und tragen, wie ich das hier mache, weil dann kann es zu Mikrorissen führen und oder der ganze Stiel bricht ab und die Frucht ist somit nicht mehr sehr attraktiv, sieht nicht mehr klasse aus, hält sich dann auch nicht mehr. Und das Zweite ist, man wirft die nicht irgendwo so in eine Kiste rein, sondern man behandelt die wie Babys, schön vorsichtig, keine Macken in die Früchte hauen, also auch keine scharfkantigen Kisten oder irgendwo aufs Pflaster legen oder im Auto womöglich im Kofferraum hin und her kullern lassen, sondern ganz vorsichtig, am besten wie so ein kleines Baby behandeln. Und man kann diese Früchte direkt entweder vor die Haustür stellen als Deko oder wenn es bei Speisekürbissen sein soll, dass man sie lagert, dann putzt man ein wenig den Dreck ab, aber nicht waschen und nass machen und abschrubbeln mit einer Bürste, sodass es Verletzungen gibt, sondern einfach leicht mit dem Tuch abreiben, trocken hinstellen, erstmal 10, 14 Tage noch warm und luftig in einen Schuppen oder in eine offene Garage, sodass sie noch so ein bisschen nachreifen können und später dann kann man sie auch kühler hinstellen, bei 10 bis 14 Grad. Dann halten sich Kürbisse durchaus bis in den Februar hinein, etwas abhängig von den Sorten. Schnitzkürbisse sind im Allgemeinen im November dann ja, vergangen. Man merkt das, wenn sie die ersten Punkte bekommen, dunkle Punkte, dann fangen sie an zu faulen. Bei Speisekürbissen wie dem Hokkaido-Kürbis oder dem Muskatkürbis kann das durchaus auch bis ins Frühjahr hinein reichen. Wichtig ist, die Früchte dürfen nicht feucht werden, man muss sie vor Mäusen schützen und sie sollen jetzt nicht irgendwie dicht aufeinander gestapelt in einer Kiste liegen, sondern schön luftig nebeneinander, am besten in Holzkisten, nicht in irgendeiner Plastiktüte oder sowas, sondern dass sie wirklich Luft bekommen. Früchte, die so grün aussehen wie dieser Kürbis hier, die sind noch nicht reif, die halten sich dann nicht lange. Zum Schnitzen geht das trotzdem allemal. Man legt sie dann einfach in die dunkle Garage, also ohne Licht, dann verliert sich das Grün ein wenig und nach ungefähr 10, 14 Tagen werden sie auch orange. Dann sollte man sie aber spätestens zu Halloween zersäbelt haben, weil sie werden sich nicht bis in den Winter halten. Auch Früchte, die Macken haben, so wie hier, für Beschädigungen, die schon anfangen zu faulen, sollte man auf keinen Fall ins Lager legen, weil das wird nachher noch viel schlimmer. Und es gibt so schön, einen schönen Teich aus stinkender oranger Brühe unter der Frucht. Das ist sehr unangenehm. Deshalb diese Früchte gleich draußen lassen oder auf den Kompost tun, sodass sie nicht die Wohnung oder das Lager versauen.